Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lobgebührt Allah, dem Herrn der Wilden, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt: Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend es ist für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema, also der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Friede auf ihm, als Vorbild in seinem Zuhause und in seinem Leben. Allah, der Erhabene, vereinte im Propheten Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, die schönsten und vollkommensten menschlichen Eigenschaften. So hat Allah seinen Propheten Muhammad der ganzen Schöpfung vorgezogen. Also weitete er seine Brust, erhöhte seine Stellung, erhob sein Ansehen und verlieh ihm alle Eigenschaften menschlicher Vollkommenheit. Er war so unter allen Menschen der Vollkommenste in Bezug auf seine moralischen Tugenden. Der Koran beschrieb den Propheten Muhammad so: Du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Zitat Ende. Wer die Persönlichkeit des Propheten Muhammad gut betrachtet, findet, dass er wirklich das beste Vorbild für die gesamte Menschheit war. Im Koran steht: Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild, und zwar für einen jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allah viel gedenkt. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad war auch der beste Ehemann, der beste Vater und der beste Großvater. Er sagte in einer Überlieferung: Der Beste unter euch ist der Beste zu seinen Frauen und ich bin unter euch der Beste zu meinen Frauen. Zitat Ende. Es ist so nutzbringend, in diesem Zusammenhang von einigen Moralvorstellungen des Propheten gegenüber seinen Frauen zu erzählen. Seine Frau Khadija, Allahs Wohlgefallen auf ihr, beschrieb ihn mit den Worten: Niemals wirst du bei Allah eine Schande erleben, denn du bist wahrlich derjenige, der die Verwandtschaftsbande pflegt, dem Schwachen hilft, dem Mittellosen gibt, den Gast freundlich aufnimmt und dem Notleidenden unter die Arme greift. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad hielt den Paket und die Verpflichtung zu seiner Frau Khadija auch nach ihrem Tod ein. Dazu gehört, eine alte Frau bepflegte den Propheten Muhammad in seinem Haus zu besuchen. Und immer, wenn sie zum Besuch kam, stand der Prophet auf und bot ihr Gastfreundschaft an. Als seine Frau Aisha, Allahs Wohlgefallen auf ihr, ihn zu dieser Angelegenheit befragte, antwortete der Prophet: Sie hat uns zur Zeit Khadija immer besucht. Das Einhalten von Bündnissen gehört zum Glauben, o Aisha. Zitat Ende. Darüber hinaus sagte der Prophet über seine Frau Khadija, die Mutter der Gläubigen: Allah hat mich nicht durch eine bessere Frau ersetzt als sie. Sie hat an mich geglaubt, als die Leute an mich nicht geglaubt haben. Sie hat mich für wahrhaftigen Mann gehalten, während andere mich für einen Betrüger hielten. Sie hat mich auch mit ihrem Geld getröstet, während die anderen sich weigerten, das zu tun, und ich habe Kinder von ihr bekommen. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, befliegte seiner Familie immer im Haushalt zu helfen. Die Frau Aisha, Allahs Wohlgefallen auf ihr, wurde einmal gefragt: Was tat der Prophet, Allah Segen und Friede auf ihm, in seinem Haus? Sie sagte: Seine Familie war stets seine Beschäftigung. Also er stand stets im Dienst seiner Familie. Wenn das Gebet fällig war, ging er zum Gebet hinaus. Zitat Ende. Sie wurde nochmal gefragt, was bepflegte der Gesandte Allahs, Allah Segen und Friede auf ihm, in seinem Hause zu tun? Sie antwortete: Er nähte seine Kleidungen, pflegte seine Schuhe und tat das, was die Männer in ihren Häusern tun. Zitat Ende. Außerdem war der Prophet Muhammad immer bestrebt, seiner Familie Freude zu bereiten, indem er ihr immer eine bestimmte Zeit einräumte. So ging er manchmal mit der Frau Aisha, Allahs Wohlgefallen auf ihr, spazieren, wenn die Nacht kam, und sich mit ihr lange unterhielt. Zitat Ende.
die Töchter des Propheten Mohammed hatten den größten Teil seiner Wohltätigkeit und seiner Großzügigkeit. Es wurde so Folgendes erzählt. Immer, wenn zu ihm seine Tochter Fatima, Allahs Wohlgefallen auf ihr, eintrat, stand er auf, ging zu ihr, nahm sie an ihrer Hand, küsste sie und setzte sie auf seinen Sitzplatz. Gleichfalls, wenn er zu ihr eintrat, stand sie auf, ging zu ihm, nahm ihn an seine Hand, küsste ihn und setzte ihn an ihren Sitzplatz. Zitat Ende. In einer weiteren Überlieferung steht, einmal, als alle Frauen des Propheten, Allahs Segen und der Friede auf ihm, bei ihm waren, kam seine Tochter Fatima, Allahs Wohlgefallen, auf ihr. Die Art, wie sie ging, war genau der Gang des Propheten Mohammed. Als er sie sah, grüßte er sie herzlich und sagte, willkommen, meine Tochter. Und er forderte sie auf, sich zu seiner Rechten oder Linken zu setzen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allah Segen und Friede seien auf dem letzten Propheten, seiner Familie und seinen Gefährten. Der Prophet Mohammed hatte eine grenzenlose Liebe für seine Enkelkinder und war sehr freundlich und sympathisch zu ihnen. Es wurde so berichtet, als der Prophet Mohammed einmal eine Predigt hielt, sah seine Enkelkinder Al-Hassan und Al-Hussein in roten Hemden auf ihn zukommen, wobei sie stubbelten, also fielen und dann standen auf. Direkt kam er zu ihnen herab, umarmte sie und nahm sie mit auf die Kanzel. Zitat Ende. In einer anderen Überlieferung steht, als der Prophet Mohammed eines Tages vorbetete, kam seine Enkelin Umama bint Zainab zu ihm. Darauf trug er sie auf dem Arm. Wenn er sich beim Gebet niederwarf, setzte er sie auf den Boden. Und wenn er aufstand, nahm er sie wieder auf seinen Arm. Zitat Ende. Es besteht demgemäß ein großes Bedürfnis, dem Propheten Mohammed, Allah Segen und Friede auf ihm, als Vorbild in allen Angelegenheiten seines Lebens zu folgen. Denn er war unter allen Menschen der Beste in Bezug auf seine Barmherzigkeit zu allen, seine Gerechtigkeit, sein gutes Benehmen, seine Großzügigkeit, seine Wahrhaftigkeit und seine Tapferkeit. Im Koran lässt uns Allah wissen, dass die Liebe zu ihm unweigerlich verbunden mit der Gefolgschaft seines Gesandten ist. Im Koran so steht, O Gesandter, sagt, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, damit auch Allah euch liebt und euch eure Sünden vergibt. Allah ist wohl verzeihend und barmherzig. Zitat Ende. Möge Allah uns dazu richtleiten, unseren Propheten Mohammed als schönes Vorbild in allen Bereichen Leben zu nehmen. Danke sehr.